Ein wunderschönen Hallihallo zu meinem Battle Brothers Stream bzw. zur neuen Folge auf YouTube. Jetzt wollte ich gerade sagen, zur neuen Folge auf Twitch. Ich bin ein bisschen durch. Wir haben uns in den letzten Folgen wieder ordentlich aufgebaut, haben ein paar Rekruten ersetzt, sind mit Ricky dem Zweiten auch schon Level 5, Sono Level 6, Ben ist auch schon Level 4, also wir leveln gut rein. Wir haben ordentlich Gold jetzt wieder. Wir haben uns den... Ups, das war das Falsche. Nee, so. Wir haben uns den Sergeant geholt. Uns fehlt theoretisch hier noch ein. Ich bin Bundeskrieger bei 3000. Das könnten wir heute erreichen. 3000 Renown. Weil es gibt ja ein Achievement für 3000 Renown. Genau. Können wir den letzten Seed freischalten? Ich weiß gar nicht, was wir dafür haben wollen würden. Recruiter, Surgeon, wahrscheinlich ein Surgeon, damit die Leute schneller heilen. Damit wir mehr kämpfen können und keine Probleme haben, wenn es, oder weniger Probleme haben, wenn es kurz nacheinander kommt. Außerdem wäre ein Esel ganz geil, ja. Und ich weiß gar nicht, ob wir schon getrunken haben. Wir sind in Tannheim. Habe ich da den Leuten schon was zu trinken spendiert? Got drunk with the company steht hier überall. Von daher würde ich mal vermuten, dass wir das schon hatten. Genau. Hallihallo Masumoto. Wunderschönen guten Tag. Stimmt. Ja. Da bist du. Du bist, wirst bei mir ein Battleforge-Tank, wenn ich das gerade richtig sehe. Wobei du gar nicht so krass, glaube ich, dafür geeignet bist, aber ja. Hast, glaube ich, relativ hohe Base-HP-Werte. Und bisschen Defense auch schon, weil das gibt ja nur 20, also bist du schon hier bei 18. Also du hast schon ein bisschen Defense. Genau, und bist loyal. Dein Treffskill habe ich halt wenig gelevelt, deswegen hast du einen Speer. Aber du hast noch einen Boar Spear. Wir haben schon ein paar Fighting Spears, da brauchen wir also auch noch einen. Das wäre so ein Upgrade. Bei Ricky, also wir bräuchten eigentlich noch zwei gute Speere. Ich glaube, das ist schon eine Stufe 3 Schwert. Könnten noch eine Stufe 3 Hammer gebrauchen. Weil der hat, glaube ich, schon das Hammer. Ne, der hat noch gar keinen Perk. Den können wir auch zum Stunner machen noch. Mit seinem 70er Skill würde er sogar relativ regelmäßig stunnen. Wenn wir ihm hier so einen Mace geben. Was, glaube ich, gegen Monster ein bisschen geiler. Also zumindest gegen Monster ist es geiler, wenn er stunnen kann. Ja, wenn nichts geht. Ja, bei mir ist so ein bisschen. So ab 60 nehme ich eher ein Schwert und ab 70 überlege ich mir andere Dinge bei dem Skill, damit die Leute halt auch treffen. Der hier hat natürlich auch noch ein Schwert und ist bei 67. Der ist bei 69, aber der hat glaube ich sogar das Schwert, das Schwert-Perk schon, der bleibt also da. Der hat den Spear-Perk, ist bei 65, aber der macht mit dem Speer auch echt Work. Genau, aber das sind so meine Orientierungen. Genau, dich haben wir immer noch. Ja, du hast halt keine Defense Sacred, aber du bist so ein krasser Killer. Und Level 9. Xan ist Level 4. Boah. Und Ben haben wir halt noch. Genau. Die Sachen wollen wir noch verkaufen hier. Auch die Billhooks und sowas an einer Stelle, wo guter Price ist. Ansonsten haben wir auf jeden einen guten Dolch. Könnten hier das übrigens noch machen. Plopp. Und hier. Weil wir es eh haben. Und gute Dolche haben wir sonst überall, wa? Ja, zum Niederdolchen von Gegnern. Perfekt. Frage ist, ob ich mein Gift mitnehmen will. Ich glaube, ich brauche das Gift nicht aktuell. Und ich glaube, ich kann es verlieren, wenn jemand sterben sollte. Dann glaube ich, kriege ich das nicht zwangsläufig wieder. Ich habe nur noch ein Gegengift. Wir brauchen also auch mehr Gegengift. Wenn wir wieder gegen Goblins gehen oder so, da habe ich es nämlich zuletzt verbraucht. Hier ist kein Taxi im Rist, oder? Nee. Was haben wir hier für Aufträge? Okay, die ist. Moment, das Bild kenne ich nicht. Yeah, I'm wrong. It's a tree. A tree is here. The peasants are not convinced and come out about monsters and the... Oh, es ist wieder Schratz. Mhm. Hunt down what kills people in the woods around Tannheim. Okay, da müssen wir Schratz killen. Schratz sind echt ekelhaft, wenn sie treffen.
Ich habe aber ein paar Overwhelm-Dudes und dann treffen sie sehr wenig. Die Frage ist, wie viele es sind. Wenn es mehr als zwei oder drei sind, habe ich halt ein übelstes Problem. Weil es ewig dauert, die zu killen. Da habe ich wenig Bock drauf für. Was sind das? 1000. 1800 Kronen? Nee, 1700. 1800. Nee, eher nicht. Was haben wir hier? Oh Gods, look, you should know that I would like to be wars in the garden prep. Building kicks in their home over just as had was? Impermanent trespass upon fallen star that I. Aha. Rich men am Arsch, aber okay. Ja, conquer the fallen star, nein. Da halten wir uns auch raus. Das hat uns komplett das Genick gebrochen vor ungefähr 2 Wochen. Deswegen, wir gehen nach Westerholz. Let's go. Essen haben wir gerade ganz gut. Tools haben wir gerade ganz gut. Und Ammunition auch. Wir haben auch alles repariert, was wir reparieren wollten. Yes. Na dann. Werden wir mal schauen, was geht denn hier so? Okay. Holz habt ihr nicht zu verkaufen. Schade. Warum ist bei mir irgendwas nicht geordnet? Da oben ist ein Loch drin. Das war wahrscheinlich Essen. So, was willst du von mir? Das ist relativ günstig. Folded Tracks near Westerholz. Return Idol of Fatality. Das sollten wir machen. Weil das sind wahrscheinlich Brigands, maximal mit einem Necromancer. Das sollte relativ entspannt sein. Ja. Also Raiders, maximal Necromancer noch dazu. Wie liefen deine Runden gestern noch, Masumodo? Ey, lauf doch weiter hinterher. Was sollen die denn? Die will ich haben. Da wurde schon gefightet in dem Bereich. Ja, da ist der Necromancer. So, jetzt müssen wir einen nehmen, der den Necromancer stürmt. Oh, shit. Ja, in so einem Wald ist natürlich scheiße, wa? Eigentlich wäre so Tillux jemand, den man. Der, das, aber der steht jetzt mittendrin. Ich glaube, Xeli hat noch nicht so viel Defense. Oh, 34. Ist schon okayisch. Wir bräuchten halt eigentlich erst jemanden beim Necromancer oder zwei. Und dann am besten. Wir machen mal kurz hier B an, damit wir hier sehen, wo wir durchkommen. Und wahrscheinlich brauchen wir die Bäume ausblenden hier ein bisschen. Sonst sehen wir gar nicht, was hier eigentlich abgeht. Vielleicht kann ich noch warten. Sono können natürlich auch versuchen zu gehen. Schicken Sono mal ein bisschen außen rum. Hier ist eine enge Stelle. Hier wäre eigentlich ganz gut, wenn wir hier einnehmen. Dass hier nur einer stehen kann. Hier können nämlich drei von uns stehen. Ja, hier ist die Engstelle halt schon quasi offen. Hier werde ich aber wahrscheinlich hier so die Reihe aufmachen. Brauche ich 1, 2, 3, 4, 5 maximal. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dann sind wir genau hier unten. Müsste ich Xan darüber schicken. Xan hat aber nur 25 Defense. Das ist jetzt nicht so geil. Xili. Wir müssen halt ein bisschen flanken. Es geht nicht anders. Du gehst mal hier drauf, damit du besser werfen kannst. Und du gehst hier drauf zum drüber pieksen. Weil du kannst tatsächlich ein bisschen Frontline noch machen. So, Tillux nimmt hier die Mitte. Und du gehst wahrscheinlich mal mit hier hoch. Damit wir uns da durchschnetzeln können. Weil wir werden hier auf jeden Fall Wiedergänger kriegen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das dürfen wir nicht vergessen. So, das Roadfader. Oh, die werfen da oben, wie Schweine. Ne, wenn der Hund jetzt da reinrennt, das will ich nicht. Nee, den Hund will ich jetzt noch nicht haben. Sehr schön.
Du willst es wieder reinlaufen, ha? Huh? Der hat einen dicken Wurf gemacht. Nun musst du aber hiermit übernehmen. Ja, da kommt noch ein Backliner von denen. Die kommen nicht ran, die Jungs, ne? Haben keinen Bock da drauf. Machen wir uns mal so. Ja, ne? Du hast keinen Bock auf rankommen. Du warst auch schon dran, du hast nämlich schon geworfen. Schade. Jetzt gehen wir nämlich in die enge Stelle. Das ist doch kacke. Dann würde ich Sotilux den Vortritt lassen, tatsächlich. Dass der da reinkommt. Du bist noch dran. Oh, wir machen es einfach so. Das ist auch okay. Dann müssen wir nicht in die enge Stelle. So, du wirst mit hier hochgehen müssen. Ah, der kommt ran. Ja, die haben uns entdeckt. Okay. Wir wollen uns, glaube ich, abfangen. Sehr unangenehm. Wenn ich einen Hund setze, geht der Hund dahin. Das will ich nicht. Das wäre eine Katastrophe. Ja, deswegen machen wir es so. Sehr schön durchgepiekst. Sehr geil. Ich glaube, von da aus kann ich sogar beide pieksen. Haben wir mal den Hund. Der rennt nur auch. Ja, wenn er da unten rumrennt, kann er dort unten jemanden unterstützen. Das wäre eigentlich ziemlich awesome. Der hat schon, glaube ich, dreimal geworfen. Das heißt, er hat noch zwei Würfe. Gehen wir jetzt doch da rein. Ricky hat da nur 56 Skill. Marlemodo, du hattest, glaube ich, auch nicht so viel mehr Skill, ne? Du hast 58 Skill. Da wollen wir eigentlich nicht rein. Schade. Hör auf, meinem geilen Tank das Schild zu spalten. So, und du musst hier weiterlaufen. Servus. Au. Die Sau. Nice. Let's go party. Gehen wir hier ins Runde, damit er hier hingehen kann und hier durchschießen. An der Stelle. Ich will nicht da. Ja, dann halt doch. Ja, ist der Necromancer. Ja, der ist jetzt angefangen, obwohl schon zwei tot waren. Das wundert mich. Ja, der Hund ist jetzt ein Nachteil, aber der hält den halt fest. Ja, okay, der kann hier drüber pieksen. Das habe ich nicht gesehen. Scheiße. Overwhelm. Overwhelm. Weiß nicht, ob ich hier mit rein will. Vielleicht doch. Weil da, wo ich gerade bin, bin ich echt nutzlos. Lass mich jetzt mal ein bisschen ausruhen. Der ist zum Glück schon geoverwhelmed. Wo war's nochmal? Ja, der Hund wird einfach draufgehen, glaube ich, und ein paar Runden kaufen. Frechheit. Schade. Schade. Ich dachte, er stirbt vielleicht noch, bevor er dran ist. Er könnte immer noch sterben, bevor er dran ist.
Wir wollen ihn köpfen. Yes, dann stehen wir nicht wieder auf. Perfekt. Und wir haben nichts mehr zum Werfen. Das heißt, wir können jetzt hier... Nein, das war der Falsche. Das war völlig falsch. Dann geht Sono jetzt da rein. Und trifft wieder nicht. Das ist schlecht. Ja, der will es hier durchpieksen. Oder auch nicht. Hä? Ich dachte, der will da durchpieksen, aber hat er nicht gemacht. Das hat mich irritiert. Der ist wieder aufgestanden. Was eine Sau. Erstmal die Runde schubsen hier. Tja, dann müssen wir doch uns bewegen. Ja, scheiße. Das ist der Shield Wall, ist sehr, sehr gut für uns. Den Hund dahin. Dann kann der schon mal den Necromancer angehen. Das ist ziemlich nice. 65, 85. Komm schon, yes. Schade. Ich kann ja mal wegstoßen. Kann ich nicht. Hätte ich vielleicht doch lieber Duell machen sollen. Aber ich glaube, jetzt habe ich nicht mehr genug Defense. Geh weg. Mit dem komischen. Dann kann ich mit ihm noch Speer wollen? Ne, der ist nicht vorher dran. Dammit. Als ob jetzt die Hits nicht reingehen. Geh mal hier mit Danjuschka hier runter, Richtung Hund. Im Zweifel wollen wir die drei Hits nicht abhaben, ne? Hier, Hundi. Mach mal was für dein Geld. Da hoch komme ich nicht, schade. Wir haben ein bisschen Hund da reingesetzt zum Tanken. Au. Au. Hund hat gut getankt. Kann man jetzt nicht anders sagen. Bäm. So, es dürfen eigentlich keine Leute wieder aufstehen von ihm. Und er dürfte eigentlich auch niemanden mehr buffen. Das ist witzig. Weil ich glaube, er darf hier nicht drüber pieksen aus irgendeinem Grund. Geil. Der Hund hat ihn einfach gefressen. Du wartest kurz, aber wir wollen uns mit dem Frontliner erstmal bewegen. Dahin zum Beispiel. 75. 75 und ich hab's nicht getroffen, ey. Mit einer 87. So, wir wollen dich da runterhauen. Weil wir wollen selber da hoch. Batz! Der rennt. Der hat keinen Bock mehr. Okay, sehr geil. Schützen uns mal da oben. Ja, ich opfer jetzt ein bisschen meine Hunde, muss ich sagen. Aber die haben den Leuten dadurch sehr, sehr viel Zeit erkauft. Was ist denn hier so? Was liegt denn hier so rum? Aha. Ich habe halt niemanden, der mit ihm tauschen könnte zum Beispiel. Das war eigentlich ziemlich nice, aber habe ich halt nicht. Wie komme ich jetzt hier durch? Ich kann hier nur oben. Das ist super krass hier, diese Engstelle in der Mitte. Ich müsste mit ihm hier durchlaufen. Oh, ich hätte vorher mit den anderen durchlaufen müssen. Scheiße. Scheiße. Friss den scheiß Necromancer. Dass der nichts macht, ist ganz witzig. Oh, jetzt geht er auf den Hund. Ich wollte gerade sagen, dass der nichts macht, ist ganz witzig. Oder hab gerade gesagt, dass der nichts macht, ist ganz witzig, aber... Okay, der Hund hat ein bisschen Platz gemacht, dass wir noch einen Backliner dahin haben können. Damit ist der Hund down, leider. Jetzt ist niemand mehr an dem scheiß Necro dran, ne? Du wartest nochmal.
komm und stirb, danke. Müssen hier durch. Servus. Könnte halt hier den Doppelschritt nicht machen. Nee. Scheiße. Die Wegfindung ist ein bisschen merkwürdig. Du bist doch noch dran, oder du, ne? Hallo, ich will ein Nekro ran. Komm schon, verzieh dich. Na, finally, ey. Aber jetzt kann ich den Schritt nicht mehr machen, um auf den zu gehen. Batz, der hat auch keinen Bock mehr. Geil. Ja, scheiße, du bist halt nicht mehr dran. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Sehr schön. Kannst eh nicht laufen. Keine Ausdauer mehr, ey, ne? Oh, fuck. Das ist schlecht. Das ist schwab. Lassen wir kurz Xan warten. Dich auch, weil du musst erst laufen. Und du läufst hier hoch. Let's go. Mal so ein Modo da rein. Und wir gehen noch hier hinten rum. Und das ist halt jetzt richtig shit, ne? Wir müssen hier... das bietet man, glaube ich, einen falschen an dafür. Ah ne, der rennt schon. Sehr gut, der kämpft also nicht mehr wirklich. Das ist sehr, sehr gut. Du gehst mal... Ja, doch dahin. Du gehst noch hinterher, dass die Leute schön gebufft sind. Der Hund, den Hund haben wir noch. Haben wir zwei Hunde jetzt verloren. Das sind halt leider 600 Gold. Das ist relativ viel Aufwand für eine irgendwie 800 Gold Quest. Aber es sind XP. XP und Leute, die wir behalten haben. Wo war das? Alle anderen müssen erstmal aus dem Weg gehen. So, dich mach mal fertig. Ja, du kannst da warten. Batz hat den fertig gemacht. So, und der Necromancer ist auch down. Easy. Ja gut, du bist jetzt, glaube ich, wurscht. Ja, das machen die Hunde so, die nehmen die ganzen Plätze ein. Das ist suboptimal. Das ist suboptimal. Aber der, ja, der hat zumindest keine Body Armor mehr, hat einmal Overwhelm. Ja genau, du kannst nämlich jetzt eigentlich nichts tun, du kannst nichts tun. Ihr könnt da eigentlich auch nicht mehr reinkrubbeln, du kannst noch was machen. Batz, perfekt. Ja, wir haben Hunde verloren und eine Verletzung. Irch. Irch. Das ist suboptimal. Dann Sacred mal kurz austauschen. Machen wir hier irgendwie eine andere Aufstellung. Weil wenn der Verletzung hat, also mit minus... Der hat mit minus 20% Skill, hat immer noch 64. Das ist zwar ganz geil, aber das ist trotzdem nicht perfekt. So, was wollten wir aus dir? Battleforge Tank wollten wir aus dir machen. Das heißt, du brauchst Fatigue. Du brauchst, ja doch, Defense und HP. Ja, würde ich sagen. HP brauchst auch. Du bist, weil du Battleforge bist, nicht sonderlich häufig dran. Dann kriegst du Underdog, falls du umstellt wirst. Auch wenn es mit dem Speer relativ selten ist, aber wenn du umstellt wirst... Würde ich gern, dass du noch ein bisschen überlebst. Zeltner getroffen wirst und so. Reparieren. 110er Helm.
Ja, die beiden glaube ich, aber den Helm finde ich echt nicht so gut. Ich meine, ich habe für minus 5 Fatigue habe ich 105, für minus 7 110. Das fühlt sich nach einem schlechten Deal an. Der große dann. Fühlt sich nicht nach einem guten Deal an. Masumoto, hast du eigentlich deine Leute gestern dann noch umbenannt, falls du noch da bist? Oder wie das aus? Ja, genau, 600 für und zwei verlorene Hunde heißt halt plus minus 0. Wir haben sogar einen Hund mit fetter Panzerung, glaube ich, verloren. Das ist natürlich bitter. Hunter und Webknecht und so, wo es ist. Ne, den Hund haben wir behalten mit fetter Panzerung. Den Hund haben wir auch behalten. Wir haben noch zwei Hunde jetzt. Dann geht der Hund, glaube ich mal. Geht, glaube ich mal, an Ben. Wenn sein Hund jetzt tot ist, der Tillux braucht nicht unbedingt ein Hühnchen. Du hast 70 Fatigue ohne Schild, dann kriegst du erstmal ein normales Schild. So. Hallihallo, der Sepp. Wunderschönen guten Tag. Wunderschönen guten Morgen. Wie gut geht's uns denn? Wir haben hier ein bisschen HP, ansonsten geht's uns eigentlich sehr gut. Dann können wir, glaube ich, Webknechts schon machen. Hunter Webknecht in the woods around Westholz. Ich glaube, hier unten, das zählt auch noch für around Westholz. Welcome to the Hamlet. Welcome to the Hamlet. Dankeschön für den Follow. Wieso sagt mir dein Name was? Da sind die Webknechts. Glaube ich. Ich glaube, die habe ich schon mal selber reingeguckt, oder? Kann das sein? 14 Webknechts. Die kommen aber auch nicht aus dem Wald raus, ne? Dammit. Ich wollte es eigentlich aus dem Wald raus haben, aber das hat wohl nicht funktioniert. Aber ich glaube, meine Backliner stehen sogar relativ mittig gerade, was sehr, sehr gut ist. Und dann sollten wir uns theoretisch verteidigen dürfen. Dass da noch zwei mittendrin stehen, die Frontliner oder Melee-Leute sind, ist ein bisschen blöd. Sollten, glaube ich, hier eins reingehen, dann der auch. Dann haben wir hier nämlich nur einen zum Kämpfen. Dann haben wir hier die ganze Seite zum Kämpfen. Dann muss hier noch einer hingehen. Ja, und hier oben halt das zum Kämpfen. Das ist sogar schlecht. Oh, da steht. Scheiße, steht der abseits. Muss hier noch einer mit hoch, um ihm zu helfen. Wahrscheinlich einer dann hier Xan hier hoch und Ben hier hin oder so. Würde ich sagen. Deswegen, du gehst erstmal dahin. Aber zur Zeit ist Pause. Bachelorarbeit geht vor. Bald auch an mit Battle Brothers Streams, habe das Game für mich entdeckt. Lass mich raten durch Hand of Blood. Wir machen mal so. Sehr schön. Wir müssen hier Gegner niederstechen. Dann müssen wir, glaube ich, hier nichts weiter tun. Du gehst mal da hin und machst so. So, und jetzt wollen wir dich hier hochschicken. Das geht aber noch nicht. Dann musst du hier gleich den Platz einnehmen. Und wir schicken dich hier mit hoch. In den Höhenvorteil. So, da haben wir doch noch einen, den wir machen müssen. Sotilux kann hier das unten übernehmen. Der ist besser. Ja, haben sehr viele über Hand of Blood entdeckt. So, Hunde will ich eigentlich nicht einsetzen, weil die sprinten nur nach außen. Hört sich schlecht an. Sehr schön. Nice Shot, Sonics. Nice Shot. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Ich habe hier nicht genug Platz, um alle einzusetzen. Ich kann mich nur hier vorstellen, dann nächste Runde, weil der eine schießt ja. Ich habe das Spiel schon mal gespielt, muss ich sagen. Ich habe das Spiel 2017 ungefähr angefangen zu spielen und fand es damals, habe so 30 Stunden gespielt, fand es eine absolute Katastrophe. Fand es richtig schlimm, weil es so schwer ist. Und habe es dann lange nicht gespielt, habe es dann, glaube ich, Anfang 2020 nochmal gespielt.
Und jetzt, wo Hand of Blood das gespielt hat, habe ich noch einiges gelernt in seinem Let's Play und ja. Jetzt spiele ich es wieder und jetzt macht es mir auch deutlich mehr Spaß. Ich habe auch ein paar Mods reingenommen, Quality of Life Mods, damit das Spiel für mich überhaupt spielbar wird. Geht weg von meinem Speerträger da oben. Ja, wobei ich... Wie auf fünfmal oder was ist die da reingesteppt? Alter Vater. Du musst mal, versuchst mal hier oben frei zu machen. Sehr schön. So. Du befreist dich. Du befreist den. Weil sie dann immer noch eine Runde verschwenden mit dem. Mit dem Wiedereinweppen. Dann machen wir die beiden weg. Geil! Yes! Läuft doch! Läuft sehr, sehr gut. So, dann haben wir dich hier unten. Und dich. Moment, wir dürfen dich aber wegstoßen. Hm. Ah, die haben die Eier noch, also... Ich glaube, dort diese Lichtung zu verteidigen, ist eine ziemlich gute Option. Ich hätte nur gerne den hier eigentlich mit dem Spearwall wieder gehabt. Aber das Gift hat nicht funktioniert. Und ja, da oben werden halt drei einfach aufgespießt nach und nach. Sehr, sehr geil. Von meiner Spearwall. So. Zack. So. Du machst den hier frei. Komm schon. Und dann können wir hier unten ransteppen. Schlecht. Hier oben scheint sehr viel zu kommen. Dann werden wir vielleicht mal gucken gehen, ob wir irgendwo die Eier finden, dass wir die eher abstechen können. Du musst das machen, dann hast du keine Ausdauer mehr für irgendwas. So. Dann kannst du ein bisschen entspannen. Befreien. Abstechen. Geil. Oh, dammit. Dammit! Hier dürfen wir den Step nicht rausmachen, dann kriegst du ein Schwert. Und dammit, das ist wieder in Reichweite. Der ist wieder ausgewichen. Da unten scheinen noch Eier zu sein. Muss so nochmal suchen gehen. Ja, man muss ja echt reinfinden, wie gesagt, und vor allen Dingen finde ich es echt doof, dass das Mod im, dass das Game im Vanilla-Zustand halt so viele Dinge vor dir geheim hält. Das ist echt ein bisschen bitter. Meiner Meinung nach, wie viele Sachen da geheim gehalten werden. Sehr gut, du wirst Sono helfen, das ist eine gute Option. Nur 3 AP, wenn wir dahin gehen. Dann gehen wir auch mal in die Richtung. Ein bisschen Rückendeckung geben. Du befreist dich. Und machst einen Schritt ran, damit er besser getroffen werden kann. Der hat dort oben so viele gekillt. Ja, wir gucken hier unten auch nochmal. Wir gehen zum Hund, da sind die Eier. So. Yes, also Spinnen sind kein Ding mehr. Würde ich sagen. Naja, zum Beispiel zu realisieren, dass die Hintergründe nicht nur Flavor sind, sondern wirklich auch die Stat Rolls deiner Brother beeinflussen, das erzählt dir das Spiel irgendwie nicht. Meiner Meinung nach. Dass du deswegen manche Hintergründe einfach nicht haben willst. Also, dass es nicht komplett zufällig ist, sondern ne, es gibt einen gewissen Bereich. Ja, dass das Tryout dir nur die Traits verrät, aber kein bisschen über die Werte. Dafür habe ich auch eine Mod installiert, dass ich beim Tryouten die Werte von Charakteren erfahre. Batz. Solche Sachen. Also es ist... Ja gut, dass gewisse Hintergründe, gewisse Events triggern, das darf man gerne, finde ich, verheimlichen. Weil das ist halt so eine Überraschung dann im Playthrough, wenn du das nimmst. Das finde ich schon okay. Aber halt gerade die Werte finde ich echt, weil die schon sehr, sehr grundlegend sind. Welche Leute will ich überhaupt... Also gerade alles verstecken an Werten, auch beim Tryouten und sowas,
Was ja dann bedeutet, dass es sehr, sehr teuer ist, Leute durchzuprobieren. Und dann halt dir nicht verraten, dass die Werte so da zusammenspielen und sowas. Es ist halt echt eine ungünstige Kombination, meiner Meinung nach. Finde ich nicht optimal Game Design, aber Mods regeln da ja. Befrei dich. Ach Mann. Da sind noch Eier, da kommt gleich noch was raus. Habe ich jedenfalls. Ich habe damals eine negative Review sogar hinterlassen. So sehr hat mich das gestört. Weil ich halt nach 30 Stunden immer noch kein Land gesehen habe. Das ist ganz einfach. Wenn du das Spiel modest. Moment, ich mach kurz den Kampf, dann kann ich es dir zeigen. Bap! Noch irgendwo Eier. Hier kann er nicht mehr attacken, wenn ich bis hierhin laufe. Na gut. Dann übernimmt das mein so Deluxe. Also es ist einfach nur eine Zip runterladen auf Nexus Mods. Kannst du auch so erzählen. Eine Zip runterladen und in den passenden Ordner packen. Also da ist nichts spannend. Also ich modde nicht selber, falls es missverständlich war. Sondern ich meine schon, ich lade mir Mods runter und installiere die. Ich habe nicht selber eine Mod geschrieben oder sowas. Hey, Spannerei. Da war Gift dabei. Keine Ausdauer mehr auf dem Waldboden zu rennen. Mit meinen Leuten. Ich habe auch den Verdacht, Moment. Jo, ich habe auch den Verdacht, dass der Kampf over ist. Nur so ein Gefühl. Nur so ein Gefühl. Weil die Spinnen rennen halt. Du darfst mal stehen bleiben. Na, dann ist over. Bitte keiner noch irgendwie am Gift verreckt. Sehr schön. Ein bisschen Spinny-Loot. The battle is over. You find a man dangling by webbing attached to his feet. Half of his body is bound in the filament and more dangle from his hip like a shirt dress. Theme this battle stood him upon the white raven's arrival. He smiles at you and this at the sight of you. Hey there, mercenaries, ain't ya? Yeah, I see it. You've no mind being here, lest it was coin that brought ya. You fought like bastards, that being better on absolute savages. You ask a man what you get for cutting him down. He turns his head up, his whole body then starting to swing around, at times twist him away from you entirely. He speaks either to you or to whichever direction he's facing. Okay, also wir finden jemanden, der sagt, hey, ich sehe schon, ihr seid Mercenaries. Oh, wir sehen hier oben schon, der hat sogar der hat ein bisschen Rüstung, also der ist kein kompletter Lowborn wahrscheinlich. Ja, ne, der sagt halt, yeah, ihr seid auf jeden Fall Söldner, weil ihr hättet hier nichts zu suchen, außer jemand bezahlt euch dafür. Und also, dass wir ihn fragen, was wir davon kriegen, wenn wir ihn runterschneiden, dann fängt er an, sich zu drehen, also indem er seinen Kopf hochhebt und versucht ihn anzugucken und dreht sich dann durch die Gegend. Und spricht halt alle möglichen Richtungen während dem nächsten. Aye, good question. Well, you may not see it here now, but I'm a sellsword myself. And wouldn't you know that my company and its captain all been done stringed up and consumed whole by them spiders. Cut me down and I've nowhere else better to go than your company. That is if you'd have me. You have the man cut free and debate what to do before returning to Gundbert the Merchant. Hallo Deggo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich würde ihn mal nehmen und mir die Stats angucken. Was ist denn das für ein Dude? Der da. Willibald the Old. Retired Soldier. Mit niedrigsten Roll of HP. Und sonst kein großen Talent. No! Der hat sogar minus Melee Skill. Der hat den Low Roll auf Melee Skill und noch einen Trade, das ein Minus auf Melee Skill gibt. Und noch viel. Alter, der ist eine absolute Katastrophe. Ja, hier, tschüss, weg mit dir. Hab ich die Sachen jetzt gekriegt von ihm? Ach ne, ich habe keinen Platz, ne?
Ach, scheiße. Wenn ich so ein Shit dabei hab. Na gut. Achso, und wie ich modde? Moment, geben wir die Quest noch ab. Dann gehen wir kurz drüber. Also es wäre wirklich einfach. So, 90 Roots and Berries. Wie das denn? Wir haben gar keinen Platz dafür. So, sind wir 10k angekommen. 5 Burpees. Stimmt, die habe ich da noch drin. Ich mache es jetzt einmal, aber ich muss... ich muss es in Zukunft ändern. Okay, dann... Ja, ja, doch, das klappt. Also, ich mache das ja. Muss ich halt meine Latschen ausziehen und ein bisschen Platz machen. Moment, Burpees waren... Ja. Burpees waren die Liege-Hockstrecksprünge, ne? Liegestütz-Hockstrecksprung, oder? Wenn ich mich gerade richtig in Erinnerung habe. 1. 2. 3. 4. 5. Nee, nee, ich will das ja machen, aber das Problem ist eher, nicht, dass ich die Burpees nicht schaffe, sondern das Problem ist eher, mein Nachbar unten drunter mit den Burpees. Deswegen mache ich das schon, aber ich muss die mal rausnehmen, weil ich jetzt, ich habe das mal angefangen, da habe ich woanders gewohnt, da war ich über dem Keller. Da kann ich halt trampeln, wie ich will, weil im Keller stürzt kein. Jetzt bin ich halt nicht mehr im Keller. Und entsprechend Probleme bringt das halt mit. Ja, aussehen kann ich das mit dem Känguru-Part. Wow. So, jetzt kurz zum Modden. Wie mache ich das kurz? Hier, Bildschirmaufnahme. Also, erstmal ist das auf Nexus Mods. Da ist schon Battle Brothers popular. Kann ich mal machen, wenn jemand sich dafür interessiert, wie man. Ja, bei Kong ist leider wo ganz anders. Es ist sonst wo. Genau. Nexus Mods, Battle Brothers und dann hast du halt hier die Mods. Da gibt es ein paar Sachen, die brauchst du. Ich glaube zum Beispiel das Modding Script Zugs brauchst du. Und Modding Standards and Utility, die brauchst du für ganz viele Sachen. Sieht man auch, was ich runtergeladen habe. Ne? Settlement Tooltips, Pause with Conflicts. Und wenn du halt sowas runterlädst, gehst du drauf. Gehst halt hier auf Download. Da steht normalerweise noch was dabei, was du brauchst oder ob du was brauchst. Und wenn du es runtergeladen hast, gehst du einfach auf Battle Brothers. Und zwar Eigenschaften, lokale Dateien, durchsuchen. Huch. Und dann muss einfach nur ein Data, die Zips sind dann hier drin, das sind die Mods. Also ich habe Event Frequency, stimmt, ich habe Events erhöht, dass ich ungefähr alle 2 Tage statt alle 3 bis 4 Tage ein Event kriege. Das sind hier die Extensive Tryouts, dass ich bei den Tryouts mehr erfahre. Das sind die zwei Hilfs... Ne, das sind die zwei Hilfssachen. Weiß gar nicht mehr, was das ist. Das ist ein Autopause-Script, wenn wir einen Gegner sehen oder irgendwas Feindliches. Und Settlement Situation. Genau. Also, ist ganz einfach. So. Aber ja, Burpees sind eine der besten Ganzkörperübungen, die es so gibt. Das ist richtig. Man muss er halt machen und sie sind entsprechend aber auch anstrengend, da kommt man direkt ein bisschen aus der Puste. Genau, Zip nicht entpacken, einfach nur rein kopieren. Du musst das Zip nicht öffnen oder irgendwas. Das ist korrekt. So, jetzt wollen wir mal gucken, können wir hier verkaufen? Ist hier ein sinnvoller Preis? 17, ja gut. Machen wir wenigstens ein paar von den Low-Sachen weg. Sowas da, was wir eh nicht reparieren wollen. Weil wir wollen eigentlich hier ein bisschen Holz mitnehmen oder wir werden halt doch mal erweitern müssen. Weil 17 ist eigentlich nicht so geil, dass ich alles verkaufen will. Essen haben wir, Tools. Nehmen wir mal noch eins mit. Was geht hier? Iron Will Potion, Pain Reinforced, Wardog Armor.
könnten wir jetzt wahrscheinlich wieder gebrauchen. Da haben wir noch zwei. Achso, Moment, unten Gegengift würde ich, glaube ich, auch craften wollen. Zwei. Sehr gut, dann müssen wir die nicht kaufen. Genau, achso, Moment, ich kann dir noch kurz wegen der, hier die Seite. Upp. Da musst du es nicht selber raussuchen, da ist es die Seite, wo ich die Mods runtergeladen habe. Da musst du dich, glaube ich, aber anmelden, auch wenn... Also es gibt einen kostenlosen Account-Option, aber du musst dich anmelden. Um das zu benutzen. Wir könnten noch einen Rangy brauchen. Wir haben ja nur keinen Luck mit den Rangys. Warum denn Melee-Skill, Mann? Melee-Skill plus Fatigue. Ach, come on. Beast Slayer. Der hat keine gute Defense. Witzigerweise. Der kann nicht gut Defense rollen. Minimal besser als durchschnittlich HP. Also dafür, dass er so... Der hat, glaube ich, ein bisschen Ini und Resolve ist ganz gut. Ja, wer könnte man wieder als Nimble Tank nehmen, aber der hat wieder wenig Hitchens, die man nicht hochnehmen wird. Na, nee, so richtig Nimble Tank ist er auch nicht. Nee. Warum bist du so arschteuer? Ah, weil du fucking Athletic hast. Okay. Athletic, ja. Das, ja. Fast Max Roll auf Fatigue, Low Roll HP. Aber die Ini brauche ich halt nicht allzu sehr. Das würde mir irgendwie zu teuer. So, ihr habt keine Quest mehr. Achso, habt ihr vielleicht noch kurz ein paar Medical Supplies? Ja, die sind ja nämlich auch günstig. Sehr gut. Die verderben ja nicht. Und die sind unter Preis hier. Also warum nicht mitnehmen? So, dann gehen wir mal Richtung Erzfeste. Wieder in unsere Hut hier unten. Da ist ja eigentlich das, wo wir questen mehr. Da wird gute Preise kriegen. Deswegen gehen wir einfach hier hin. Verkaufen wir wahrscheinlich direkt das Holz. Ja, hier 230. Direkt 70 Gewinn gemacht pro Holz. Finde ich gut. Die beiden gehen in einem Tag kaputt. Die drei gehen in einem Tag kaputt. Oh, shit. Jetzt haben wir halt noch zwei Tage Rationen. Sind hier die Preise ganz gut? 18. Nee. Dann gehen wir noch ein Stück weiter. Ich meine, die können es aber gute Leute geben. Die können es teure Leute geben. Disowned Noble, dem sein Resolve ist halt immer eine Katastrophe, den will man eigentlich nicht haben. Messenger. Miller. Mason. Das sind halt billige, aber die. Nee, irgendwie nicht. Aber wir haben mit unseren Leuten kein Bier spendiert. Armorer, warte mal, da können wir noch kurz reingucken. Gibt's fette Rüstung? Fucking Scale aber für 6k. Wie viel brauchen wir denn davon eigentlich? Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, wie viel du nicht. Brauchen eine richtig fette Rüstung. Zwei. Hier haben wir schon eine. Drei. Vier. Ich erkenne es am Brawny. Vier richtig fette Rüstungen. Fünf, würde ich sagen. 6, okay, wir haben einiges hier, was wir an Rüstung brauchen. 6-mal richtig fette Rüstung brauchen wir theoretisch. Ja, schwierig. Können wir vielleicht erstmal mit 150er Rüstung anfangen? Alter, Heavy Lamella Armor, minus 40, aber 280 Rüstung. Ich glaube, ich werde erstmal mit einer 150er Rüstung hier anfangen. Kann ich mir einfach zwei mitnehmen. Das kann ich mir noch ganz gut leisten. Das ist ein bisschen die Frage. Bei den Leuten haben die... Du hast genug Fatigue auf jeden Fall. Für eine 150er Rüstung. 74, du solltest auch genug Fatigue haben. Dann haben wir hier aber noch eine 140er Rüstung. Die wir vergeben können. Ihr habt schon... Du kannst die bessere Rüstung haben. Jetzt haben wir 130er Rüstungen übrig.
bei Leuten, die Brawny haben wollen, du hast schon eine 110er, 130er kriegst du, weil du auch genug Fatigue hast. Du bist ein Dodger. Du hast eine 150er. Ich glaube, wir haben sogar eine 130er Rüstung übrig. Das ist ja spannend. Kannst du haben, würde ich sagen, weil du hast einfach genug Fatigue als Backliner. Falls du doch mal gehittet wirst. Jetzt haben wir jede Menge 110er Rüstungen übrig. Okay. Achso, hätten wir vielleicht beim Weaponsmith zuerst reinschauen sollen. Ein geiles Schwert. Also unser Safe Space ist so 2500. Darunter wollen wir eigentlich nicht. Eine Battle Whip. Die kann richtig gut sein, weil die auf Range hat, Leute, disarmen kann. Also wenn du da 2-3 Backliner hast, kann die echt fies die Leute, gerade die Südländer, die mit diesen 2er Ranges kommen, kann sie halt disarmen. Fighting Axe. Ich glaube, wir haben niemanden, der eine Zweihandwaffe bis jetzt benutzt, außer du, und du bist auf dem Billhook. 55 bis 85. Bist halt auf dem. Long Axe. Long Axe macht sogar mehr Damage auf dem hohen. Ne, das ist keine Long Axe, das ist eine Great Axe, vergiss es. Hier gibt es aber keinen besseren Speer. Dammit! Dammit! Training Hall könnte man noch spendieren, wenn wir wollen würden. Sacred ist aber schon Level 9. Warum denn die niedrige Leveling? Hier Ben zum Beispiel. 35% für 3, ne, sind das? Glaube ich. Ja, Ben kriegt das. Ist aber nur bei denen, wo er mitnimmt oder teilnimmt. Glaube ich. Hoffe ich. Dann kriegt der jetzt mal eins. Xili kriegt das. Und Xan, unsere 3 Low-Leveligen. So. Was geht aber in Filzmaus? Ich mag mein Pipo. So, wie sieht der Preis bei euch aus? 18, die sind genauso gut wie die Stadt. Was gibt's hier für Quests? Eine Karawane, 320, nicht so viel. Granitschanze nach Westen. Wo liegt denn Granitschanze? Das ist hier oben rum. Nee, da will ich jetzt gerade nicht hin. Das ist hier irgendwie, das ist was, was verloren gegangen ist. Follow Tracks, Reload, Lockbox to Filzmoos. Da müsst ihr aber vorher, da muss ich vorher die Sachen doch verkaufen. Bei 18, es ist ja okayisch, ja. Ja, jetzt habe ich ein paar von den Rüstungen. So viele brauchen wir halt nicht davon. Wir haben sogar noch eine 130er, sehe ich gerade, für minus 14. Ach, das war die 90er, 110er, 130er, ja. Machen wir noch mal ein paar davon. Schwerter habe ich hier gar nicht mehr so viele. Oder besser gar keine mehr. Eins davon reicht. Military Pick. Die hier haben wir jede Menge jetzt. Wie halt für den Fall, dass wir halt looten. Davon brauche ich nicht mehr als eine Reihe. Davon brauche ich nicht mehr als eine Reihe. Würde ich mal so behaupten. Yes. Oh, hier sind Tools günstig. Die nehmen wir noch mit. Und ein Farbtupfer. Da können wir wieder eins unserer Schilder einfärben. Hier, kriegst du. Zack. Auch wenn es irgendwie dann aus Holz wird. Das finde ich immer noch ein bisschen merkwürdig. So. Unseren Leuten geht es, glaube ich, soweit ganz gut, ne? Abgesehen davon, dass Sacred immer noch raus ist, was ein bisschen ein Problem ist, weil er halt ein Rangy ist. Oh, den hätte ich heilen können gerade, ne? Hab ich nicht dran gedacht. Aber ich denke, das sollte machbar sein. Follow the tracks south. Dann die 13 Thieves. Thugs und Poachers, let's go. Ja, würde ich sagen, rein da. Das sind einfach nur Thugs und Poachers. Rein da in die Luzi. Wir warten mal kurz ab, falls die schießen, wollen wir nicht so nah dran stehen. Ah, die treffen halt trotzdem die Schweine. So, jetzt haben alle geschossen. Aber die kommen natürlich nicht ran, weil sie haben viel mehr Range-Dudes.
Wir wollen auf 2 Reichweite eigentlich nur rangehen maximal. Damit sie 2 laufen müssten, wenn sie uns attackieren wollen. What? Okay. Der hat noch HP-Damage, sehe ich gerade. Eins, zwei, drei. Oh, der kann einen Schritt machen und pieksen. Das ist fies. So, Tilux geht da, der geht da, und dann stellst du dich dahinter und kannst sogar nochmal werfen hier auf einen von den Jungs. Schade. Der kann aber nochmal schießen auf einen von den Jungs. 90, nice. Den Hund will ich jetzt, glaube ich, noch nicht machen. Hund kommt dann, wenn ich halbwegs dran bin. Ja, dann gehe ich jetzt einen Schritt ran, würde ich sagen, und fange zu pieksen, wa? Du benimmst den Rangy da. Nice. Oh, da solltest du nicht hin, Hundi. Da ist doppelt und dreifach Kacke. Nice, rausgesniped. Das ist, glaube ich, kein Zweier-Range. Der rennt schon. Oh, der rennt auch schon. Alter, scheiße, Mann. Die haben gar keinen Bock, gegen unsere Jungs anzutreten. Dann läufst du schon mal schneller los, außen rum, weil wir wollen ja nicht, dass hier da XP entkommen. Wenn wir einen XP-Boost haben. Müssen wir mal kurz gucken, wo wir Hunde noch haben. Oh, Sono ist noch ein bisschen unter Bedrängnis bei den Leuten. Kann ich hier in der Mitte durch? Yo, kann ich. Sehr geil. Hallo. Bats. Es sieht schlecht aus für euch, Jungens. Muss ich mal so sagen. Das sieht sehr, sehr schlecht aus für euch. Nicht wegrennen. Nee, nee. Der Hund frisst die einfach, ey. Yo. Lass dich mal nicht treffen. Der rennt schon weg. Wir könnten jetzt natürlich ballern. Aber den treffen wir gar nicht so häufig. Wir machen mal den Hund dran. Der hat nämlich Bock. Ich dachte eigentlich, der hilft da oben so noch ein bisschen, aber nope. Die KI macht Dinge. Mach mal die Bäume weg. An den kommen wir nicht ran, ne? Saubratzen. Aber der Hund müsste den noch holen, würde ich sagen. Da dann Overwhelm Stack, sehr schön. Ja, ich komme nicht ran, also gehen wir hier hin. Ja, du kannst noch mit hinrennen, wenn du willst. Du gehst hier hoch, um den zu pieksen, sehr geil. Du kommst halt auch gerade nicht ran, ey. Bats! Yes, der Hund geht dahin, sehr gut. Da haben wir den. Und der Hund holt den. Finde ich eine gute Option. Sehr geil, wieder schön gesniped, Sonics. Sehr, sehr geil. So, jetzt holen wir aber an dir ein bisschen vorbei, dass du hier nicht sonst wohin rennen kannst.
Der wehrt sich sogar noch, die Sau. Und der auch noch, ey. Alles um uns rum ist tot, aber ich wehre mich noch. Kopf ab! Servus. Wie geht's denn so? Oh, what? Ey, nicht da hinschießen, Danjuschka. Du solltest den hier durchtreffen. Ich hab extra einen Gang gelassen. Oh, Mann. Ja, nice. Hund hat ihn aufgefuttert. Das sollte eigentlich nichts treffen in der Richtung. Ja. Ihr könnt da bleiben. Entspannt euch mal, wir übernehmen das hier unten. Batz. Sehr geil. Da sollten wir eigentlich ein bisschen mehr XP bei Ben und Ricky und so sehen, ne? Nice. Loot that shit. Das war eine gute Sache. Da haben wir easy peasy Sachen gekriegt. Die beiden sind Stufe 2, deswegen werden die verbessert. Und wir haben Level Ups. Sotilux. Defense hätte ich gerne. Fatigue hätte ich gerne. Und HP, dass du mehr überlebst, weil du kriegst jetzt, so wie ich das sehe, Battleforge. Yes. 72% kriegt er nur gegen Armor Attacks. Der sollte jetzt richtig tanken können. Der ist nur sehr, sehr spät dran, weil er sehr niedrige Initiative hat wegen der schweren Rüstung, aber ja, ansonsten. So, das gleiche mit dir, weil du auch die schwere Rüstung an. Defense plus 3. Hier, dat und dat sind deine wichtigsten Stats. Deswegen kriegst du jetzt brauchst Brawny gar nicht. Du hast 84 und hast schon eine. Aber minus 16. Wir wollen eine dicken Rüstung irgendwann tragen. Dann brauchen wir Brawny auf jeden Fall. Von daher nehmen wir das mal lieber. So, das gleiche. Du hast auch Brawny. Du solltest mein Flanker-Duelist-Dingsbums werden. Ein potenziell Zweihänder. Ich erinnere mich auch plus 3 und plus 3. Oh, geil. Yes. Mit dicker Rüstung dann natürlich. Yes! Deswegen hast du keinen Shield-Expert. Die Frage ist... Gib mir ein Anticipation oder... Wird es ein Zweihand-Schwert oder wird es eine Zweihand-Axt? Ich könnte dir sogar Äxte geben jetzt schon. Aber es hat nur eine Stufe 2-Axt tatsächlich. Aber da hätte man wieder was zum Shield-Splitten. Es increased with when used with axes, round swing gains chance to hit, long axes no longer has a penalty for attacking targets directly adjacent. Training experience der auch. Oder gib mir einfach gifted erstmal. One-handed mace ist best, meinst du, wenn Duelisten wegen Stun? Achso, höchster DPS. Also dafür, das, Moment, du hast doch gesagt, du hast das Spiel erst für dich entdeckt. Dafür hast du schon echt viel Wiki gelesen. Holy shit. Und so min-maxig spiele ich tatsächlich nicht. Es tut mir leid, wenn du gern so spielen möchtest oder so gespielt haben möchtest, aber so min-maxig spiele ich nicht. Tatsächlich, die Maze ganz nett zum Stunnen, ja. Und vor allen Dingen... gegen größere Viecher, also sowas gegen Unholde und Lindwürmer und so, weil die kann man stunnen, aber die kann man schlecht halt irgendwas anderes. Und Shield Splitten brauche ich auch nicht, gegen die Südländer wäre halt Shield Split ziemlich nice. Und viel gezockten Streams geschaut. Also ich habe halt schon ein Zweihandschwert, auch wenn es nur das Basic Zweihandschwert ist. Netze habe ich mir schon mitgebracht. Ich wusste nicht, dass du bei Unholden Netzen auch helfen. Ich habe gegen Alps hab ich mir Netze eingepackt, falls ich wieder gegen Alps ran muss. Bin etwas unentschlossen, was ich ihm gebe.
Also klar, die Fatigue Recover, also die weniger Fatigue aufbauen, ist ziemlich geil. Wie gesagt, er soll eigentlich eine Zweihand-Variante nehmen. Ich glaube, das ist jemand, den ich auf Lone Wolf nehme. Den nehme ich auf Lone Wolf und die Startaufstellung ganz an die Seite. Und dann muss ich meine Startaufstellung ein bisschen mehr in eine Richtung packen und der muss halt dann, wie gesagt, flankieren, seitlich irgendwo hingehen. Frage ist, was nehmen wir dafür? Nehmen wir die Mace Mastery? Achso, und zum Thema DPS. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit berücksichtigt wurde. Höchster DPS heißt meistens ja auch sehr häufig zuschlagen und entsprechend viel Fatigue aufbauen. Deswegen die Frage, mit welcher Fatigue ist welche Waffe besser? Weil ich glaube, die bauen unterschiedlich Fatigue auf, die Fähigkeiten der Waffen. Meine Shield Split zum Beispiel baut 50 Fatigue und das geht sogar relativ okay. Kann aber halt zweimal Shield splitten. Also gegen die Südländer wäre Shield Split sehr, sehr geil. Und Flanker. Gegen irgendwas, das schwer gepanzert ist, wäre halt Hammer richtig gut. Gegen irgendwas dicke Panzer. Was hat denn. Haben die Lindwürmer dicke Panzerung gehabt? Nee, auch nicht, ne? Also wir haben schon mal Lindwürmer gejagt. Ich glaube, die hatten einfach nur unfassbar viel HP. Ich kann doch die Skills nicht beim Weaponsmith sehen, oder? Oder? Wenn ich hier drüber hovere? Ich sehe nur, wie viel Maximum-Fatigue weggenommen wird, aber nicht, wie viel die Skills verbrauchen. Die sieht man doch erst, wenn man sie anlegt, oder bin ich gerade doof? Also mit Sicherheit gibt es dafür auch eine Mod, sich die Skills der Waffen anzugucken. Aber... Ne? Sonst sehe ich es ja erst hier. Ja. Ich meine, alternativ, ne, wir könnten auch Gifted nehmen, einfach für mehr Stats. Weil ich das wahrscheinlich sowieso haben will. Bei Lone Wolf, weil ich einfach prozentual ja mehr Stats bei Lone Wolf kriege. Wäre auch okay. Ansonsten Steel Bro ist auch ganz nett für keinen extra Damage gegen Kopf, wenn man den abkriegt. Ich glaube, ich nehme erstmal Gifted mit. Ich würde, glaube ich, gerne eine Zweihand-Axt nehmen. Ich denke, ich würde gerne eine Zweihand-Axt nehmen. Weil die halt so gut köpfen kann. Ja, 25 Bash kostet 13, aber nur im Basic, wenn man das hier halt reduziert. 25% less Fatigue. Heißt ein Viertel weniger, heißt irgendwie, der kostet 19 zu stunnen. 13 ist wahrscheinlich der Standard für einen einfachen Angriff, weil die hier kostet auch 13. Ne, beim Speer kostet es weniger. Speere kann man häufiger angreifen. Und Schwerter kosten noch weniger Fatigue, das ist ja krass. Ha, noch nie aufgefallen, dass der Standardangriff bei manchen Sachen weniger Fatigue kostet. Also Speere sind für Low-Fatigue-Charaktere dann richtig gut. Speere und Schwerter. Das hier braucht 14 Fatigue. Einmal zuhauen mit einem Hammer. Okay. Ja, nee, ich glaube, ich bin bei Axt. Weil gegen Schild habe ich immer noch Probleme. Und wenn ich gerade mal irgendwie so einen Brigand Leader oder so da niederstechen will, wäre es schon geil, wenn ich das Schild mal wegkriege. Das ist sonst immer ein bisschen sehr nervig. Von daher hätte ich gern so ein, zwei, maximal drei Leute mit der Axt. Wäre mir schon ganz lieb. Frage, ob ich denn mit der Zweihand-Axt spiele. Aber erstmal kann ich ihm trotzdem die Axt-Mastery geben, denke ich. Ja. Du bist nah und Axer. Können wir auf ihm vielleicht die Battle-Axe irgendwann geben. Wenn wir genug Geld dafür haben. $770. Darauf eintrinken. Und wir haben 3000 Renown erreicht. Das ist gar nicht gerade das Achievement. Ist das jetzt hier frei? Nee. Liegt nicht an 3000 Renown. Du bist immer noch verletzt. Du hast nur noch diesen komischen Contract. Granitschanze, da will ich nicht hin. Dann gehen wir hier runter. Nach Gelbstadt in der Nacht.
bin mit meiner Ambition nicht zufrieden, ehrlich gesagt. Da ich mich da eh raushalte. Marksman, Raiders und ein Leader. Das wäre ein guter Kampf für unsere XP-Boosted-Boys. Das wäre ein guter Kampf für unsere XP-Boosted-Boys. Aber es sind many Raiders. Ich wollte hier... Ach, ich hab sehr hier unten geklickt. Okay, wir müssen den Kampf machen. Ich wollte eigentlich rechts ausweichen, aber wir müssen den Kampf machen. Wir wollen doch nicht... Oh. Die sind alle sehr gut ausgestattet. Und wir haben keine Hunde mehr. So richtig. Wir wären... Die haben vor allem auch alle Speere und alle Schilder, Alter. Der wird eklig. Den müssten wir eigentlich irgendwie möglichst früh rauskriegen. Sie treffen auf die Entfernung. Die Arschgeigen. Ja, das ist nett von dir. Danke. Ihr beiden ohne Schilde vorkommen. Das finde ich aber lieb von euch. Das ist ein... Sehr lucky Raider. Oder unlucky für sie. Oh, und Wurfäxte. Das kann wehtun. Du machst den Step, dann mache ich den Step hier, ne? Du machst den Step. Hier ist... Halt. Weil wir wollen hier am Rand anfangen mit dem. Uns einfach durchwühlen. So, nun geht mal darüber. So, versuchen wir mal die hier oben ein bisschen aufzuhalten. So, du machst den Step, dann machst du den Step, würde ich sagen. Wir warten noch kurz. Triggern, dass sie jetzt eher zu einem kommen, wenn man ich weiß. Range Weapon. Achso, in Reserve-Slot reicht schon. Okay, das wusste ich nicht, aber dass man genug Range Weapon haben muss, das wusste ich schon. Oh, nice. Das sind gute Hits auf den ersten. So, euch beiden. Du gehst hier noch rein, dann gehst du mal, würde ich sagen, hier unten rum. Und versuchst... Ah, der wird hier ransteppen, ne? Komm schon. Yes, der erste ist down. Sotilux ist noch dran, dann gehen wir erst hier rein. Fangen wir mit dem nächsten an. Will ich Hunde haben? Ich glaube aktuell nicht. So. Und du gehst daran, um den aufzuhalten. Ricky, hallihallo. Kannst du mal attacken? Okay, gegen die... Oh, jetzt habe ich das dumm gemacht. Muss dahin. 70%, das ist so geil. Hund gesetzt. Yes, Hund geht auf die Rangies. Sehr, sehr nice. Gut, guter Doggo. Gessen Greenscreen bestellt. Du machst ja hier, machst ja alles. Also direkt hier Full All-Out Stream. Ich habe Greenscreen. Ich habe sogar einen Greenscreen, witzigerweise. Aber ich habe hier keine Option mehr, den aufzustellen. Und ich bin seit über einem Jahr zu faul, das mir umzubauen. Sind wir ehrlich. Bats! Sonics, Alter. Guter Mann. Aua. Au! Okay, du machst eine Shield Wall hier. Kann ich aber wegstoßen? Weg mit dir. Und wir gehen noch den Step rein, damit wir gegen die alle kämpfen dürfen. Hey, hörst du auf zu werfen da oben? So, wir haben ja noch mehr Ranges hier. Wir müssen auf die Ranges durch. Das heißt, Sono... You do stuff. Und du hörst mal bitte auf zu schießen. Okay, der geht auf Duel Land. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Da müssen wir ran. Den müssen wir zu Tode pieksen. Arm the Shield, Shield Wall. Dann auf den. Let's go.
Ich habe einen, den man einfach zusammenfalten kann. Das ist ja nur so eine längliche Box. Ja, ich weiß, den Elgato Greenscreen wahrscheinlich. Aber der war mir immer zu teuer mit über 100 Euro. Ich habe mir einfach ein grünes Stück Stoff bestellt für irgendwie 20. Was damals vollkommen ging, weil damals hatte ich eine Wand hinter mir und konnte den daran aufhängen und dann halt einfach beleuchten. Aber jetzt hat sich halt das Platzverhältnis geändert. Nice. 58, dann wollen wir erstmal kurz so und... Okay. Dann pieksen wir dich, wenn der andere duelliert. 47, 57, hier, zack. Eine 57% Chance nur, ey. Oh, ich muss mal kurz aufpassen. Wenn ich den hier stehen lasse, kann der hier hart reinwerfen. Du gehst mal hier rüber. Ja, das war mir damals zu teuer. Sehr nice. Wieder mal. Wieder mal ein guter Treffer, Sonix. Hört auf, von da hinten rumzuballern. Vor allem schießen sie ihren eigenen Leuten in den Rücken. Potenziell. Übel, übel. Piekst einfach durch die Shield wodurch. Ey! Das ist ein fieser Skill. Oh, jetzt wurde ich aufgehalten. Hm. 47 ist nicht so viel. Dann helfen wir hiermit, das Taggen, und wir gehen hier mal in die ganzen Ranges rein. Hallo! Kann der, wenn der im Nahkampf gebunden ist, werfen? Nee, kann er nicht. Nee, kann er nicht. 62, 68. Overwhelm that shit. Es ist keine Armbrust. Du kannst, glaube ich, nie nachladen oder irgendwie aus dem Köcher oder sowas rausholen. Das ist, glaube ich, so der Knackpunkt, was du nicht kannst. 38, 47. Okay, Xeli trifft halt richtig shit. Und da sieht man das Problem mit den Schilden. Hallo. Ich hätte eigentlich an den hier rangemusst, ne? Komm schon, gib ihm, yes. 39, 34, 34, das ist halt alles shit. Die sind alle am Shield wallen. Nee. Oh, war sogar ein Hit dabei. So, Sotilux, ja, du musst jetzt irgendwie außen rum. Den ganzen Kram. Bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt gerade nicht ein bisschen zu locker nehme hier alles. Weil, ja, genau, das jetzt ein Problem ist mit den drei Leuten. Ja, und der hier hat nämlich keine Ausdauer mehr für irgendwas, der Ben. 56, der rennt schon weg, das ist sehr gut. 60, nehmen wir mal den hier oben als nächstes raus. Du hast keinen Kopf. Schade. Er hat auch keine Lust mehr. Da ist noch einer drin, der darf noch, ne? Der rennt. Dann überwollen wir den da. Dann müssen wir den noch machen, weil der rennt noch nicht. Hör auf, meinen Hund zu schlagen, ihr Schweine. Ja, das meinen mit der flieht sogar, genau. So, der ist auch am Abhauen. Sehr schön. Der ist auf Duell. Ah, sehr gut. So, du rennst noch nicht. 55 und ich treffe halt nicht. Ja, das ist schade. Das ist schade. So, du hast jetzt keine Sachen mehr zum Werfen. Das heißt, du gehst hier irgendwie außen rum. Nee, Sotilux, du machst noch ein bisschen da Action. Der ist am Abhauen. Gehen wir mal hier rein, würde ich sagen, und pieksen dich kaputt.
sehr gut, dass du dort am Shield worden bist, würde ich sagen. Oh! Das war der Hund mit der guten Rüstung. Wie kann man die Symbole anzeigen? Du musst Option, Gameplay, Always Show Hitpoint Bars ist das, glaube ich. Ja, das gehört zu den Hitpoint Bars. Wenn die hier oben meinst, die hier alle sind. Dann halt doch mal Wuffy. Oder? 56 ist nicht so viel. Hier. Wuffy. Hab Spaß, mein Kleiner. Au. Okay. Wuffy macht's direkt. Wuffy macht's direkt. Du hast aber irgendwie keinen Bock abzuhauen, ey. Dass Wuffy in das Duell reingelaufen ist, ist echt ungünstig gewesen. Dafür er gekopft wurde. Sad Wuffy. So, du bist auch am Rennen. Gehen wir hier den Schritt noch rein und versuchen dich da anzugehen. Du rennst noch nicht. Deswegen overwhelmen wir dich. Und du hast auch noch Bock. Oh, das ist schlecht. Wie weit können wir laufen? Wir können auf jeden Fall hier rein und dann dich. Batz. Okay, das hast du auch keinen Bock mehr. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da ist noch einer drin. Der richtig overwhelmed wurde jetzt. Hallo? Fernkämpfer. Oh. Das ist schlecht. Dass der immer noch will, ist echt kacke. Hier sind ja Leute dran, ne? Da gehe ich mal den Schritt nach vorne. Der hat auch keine Lust mehr. Free Hits und so. Ja, doch nicht auf die. Da unten wäre nötig gewesen. Ich müsste eigentlich eins nach oben stoßen, tatsächlich. Bist du vorher dran? Ne, bist du nicht. Dann wartest du einfach mal kurz. Ich muss den eins nach oben stoßen. Oder halt einfach hier so und dann... Oder das! Das geht auch. Jetzt hat er auch keine Lust mehr da vorne. In der Reihe. Ja, jetzt können wir einfach rumpieksen, wenn wir wollen. Jetzt können wir hier einfach rumpieksen, wenn wir wollen. Hallo? Was? Oh, dammit, nochmal darf er nicht. Schön die Leute aufschlitzen, die noch übrig sind. Sehr schön. Yes. Damage, Damage. Da bricht's zusammen. Du kannst einfach mal... Nee, nee, wir wollen die schon downrunnen. XP wollen wir mitnehmen. Du musst nichts mehr machen, du auch nicht mehr. Du kannst noch ein bisschen mitkommen. Das ist nur ein Massaker, ja. Tatsächlich, sobald die anfangen zu brechen, gerade die Frontline von denen, dann wäre einfach drüber gerannt. Hallo. Und sogar Overwhelm werden sie ja noch. So, Zirx ist irgendwie nur außenrum gelaufen. Das muss ich anders machen. Der muss eigentlich mitten rein. Aber da ist er so spät dran, das habe ich meistens meine Aufstellung dann schon gewählt. Und dann passieren Dinge. Nice. 200, 300 XP, 400 XP auf Xeli. Ja, Ben hat ordentlich gefressen jetzt. Pierced Arm Muscles. Das können wir auf jeden Fall nicht alles mitnehmen. 1, 2, kann das nicht zusammengesteckt werden? Nee, kann es nicht. Okay, 1, 2, 3, die wollen wir eigentlich schon nicht haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen, die wir... kriegen. Dich wollen wir auf jeden Fall haben, du bist was wert. Hier, das ist glaube ich ein gutes Ding. Auf jeden Fall, wenn wir das also haben. Falchion, Winged Maze. Ich bin mir nicht ganz sicher, was mehr wert ist, Falchion oder Skamax. Ich glaube, die sind ähnlich viel wert.
brauchst einen Karren. Ja. Irgendwann. Irgendwann. Wird bestimmt noch. Ich glaube, das reicht schon, weil so viel können wir eh nicht mitnehmen. So. Weil wir kriegen ja 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kriegen wir die, bis die Speere kriegen wir nicht mehr. Ja, ich weiß 5k, aber da komme ich unter meine 2,5k Sicherheitspuffer. Yes, I know. So, du sollst aber eigentlich auch ein Shield Expert, muss ich dir noch geben. Ach, plus 1 Defense, Alter. Ja, du nimmst die Sachen halt einfach ins Gesicht. Ist halt so. Du nimmst die halt einfach, Moment, ah ne, ich krieg immer plus 3. Sachen einfach ins Gesicht, Danjuschka. Du hast HP, du hast Rüstung und du nimmst einfach die Hits. Die sind dann halt so. So, bei dir können wir 4-Sam machen, weil mit dir greifen wir häufiger mal an, würde ich sagen. Dann triggern wir mehr Moralchecks. Dann sollte ihre Moral schneller brechen. Yes. Finde ich eine gute Idee. Was, als Hunter? Achso, Rigi, dich gibt's übrigens jetzt wieder, ne? Es gibt jetzt Rigi den zweiten. Du bist schon Level 5. Haben wir gestern gemacht. Weiß nicht genau, ob du das gesehen hattest. Wollen wir ihm noch mehr Moral geben? Da kommen wir auf 120 mindestens. Yes, da haben wir noch einen Punkt mehr. So. Ini höher. Könnte man machen. Wir könnten HP nehmen, damit er halt überlebt. Den plus, der eine Skill hier ist halt. Das ist halt. Plus 1 ist halt nix. Range, damit er nicht abgeworfen wird. Range Defense wäre, glaube ich, auch ganz gut. Ich würde gerne die plus 4 HP nehmen, weil ich glaube, plus 4 HP ist ganz gut. Ohne Stern. Und die Range Defense. Oder die Initiative, dass er eher dran ist. Wobei er relativ spät eh dran sein will, weil er ein Backliner ist. Wir müssen uns erstmal die Leute stellen. Da brauche ich, glaube ich, nicht so viel Inni. Dann Range Defense. So, jetzt wird er wahrscheinlich auch Killing Frenzy kriegen, weil er hat ja schon Berserk. Yes. Damit er mehr Damage macht. Einfach 25% mehr Damage ist schon sehr, sehr geil. So, wir sind auf dem Weg. Ich weiß nicht genau, was du mit als Hunter meinst, Tricky. Oder meinst du, weil Hunter noch weniger Sachen... Lol, 4 Quests noch weniger Sachen mitnehmen können? Oh, die haben Ambush Trade Routes. Da müssen eigentlich die... Ja, 22 hier, let's go. Das braucht man nicht. Das brauchen wir nicht. Die hätte ich schon eher verkaufen können oder liegen lassen. Die brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Sowas. Ach Gott, was habe ich denn hier alles mitgenommen? Ich bin ein Vollidiot. Die Wurfsachen brauchen wir nicht. Der ist. Achso, ja, der ist als Hunter. Ja, ja, stimmt. Der ist ein Hunter. Ja, finde ich immer noch lustig, aber ja. Danjuschka ist ein Hunter gewesen, mal irgendwann. So, dann haben wir hier die Bögen, die brauchen wir nicht. Mehr als 3 brauche ich davon, glaube ich, auch nicht mehr. Das Traden. Ich hätte gerne meine Hunde wieder zurück. Ehrlich gesagt. Ich hätte gern meine Hunde wieder zurück. Bin nur nicht sicher, ob das geil ist. 55 bis 75 Spear Two-Handed Range. Dann brauchst du aber die Spear Mastery. Das ist der dann. Ist das der Stufe 3 Two-Range Spear? Müsste, oder? Das Spätum mit dem Damage? Müsste, glaube ich, eine Stufe 3 sein. Der ist gar nicht so teuer tatsächlich. Aber wir haben halt. Wir haben halt ihn mit dem Banner und wir haben unser mit der Hellbarde. Moment, wieso haben wir immer noch so viele davon? Brauchen nicht so viele Curve of Bubbles. Dich brauchen wir übrigens auch nicht. Und euch brauchen wir auch nicht. Dich müssen wir noch reparieren. Das heißt aber, wir können hier wieder die andere verkaufen, wenn wir die hier reparieren. Das ist der 105er, das ist der 140er, das ist der 130er. Das ist die Kombination für Nimble.
bei den Leuten, glaube ich. Minus 5 und 8. Nee, minus 7 und 8. Genau, hier. Das ist unser, das ist einer unserer Nimble-Leute oder unsere Dodge-Leute, besser gesagt, die Nimble im nächsten Level kriegen. Ich glaube, ich hätte noch einen, oder? Minus 7, minus 8, der hat das auch schon passend. Theoretisch, aber der hat noch nicht die, da geht noch mehr. Ne, wir haben hier, glaube ich, einen 130er geht. Der hat jetzt einen 110er mit minus 7. Das ist halt doof. Das ist halt doof. Jetzt erkennt er das so noch nicht mehr so gut. Weil vorher hat er immer die rote Haube auf. Erstmal einen saufen. Tempel, ja, ein bis drei Tage, da würde ich das schon ganz gern behandeln, damit es den Leuten besser geht. Verkauft haben wir jetzt alles. Hier ist ein Warenhaus abgebrannt. Ist einfach nur alles ein bisschen teuer. Ja, das ist halt immer noch, Alter, der Witch Hunter, Mann. Ja, der Witch Hunter, Mann. Den haben wir schon, den hatten wir schon, der kennen wir auch schon. Den kennen wir nicht. What? Aber mit 42 anfangen ist nicht so geil. Also eigentlich müsste schon mit knapp 50 anfangen oder noch höher. Als Range Dude. Aber der kriegt, glaube ich, fast 40 drauf, aber der kommt auch nicht an die 90 ran. Also wirst du auf 85 bis 90 wirst du ungefähr kommen mit deinen Skills am Ende, wenn du gute Leute haben willst. Ich meine, der wird sich schnell weiterentwickeln, aber die ersten 4, 5 Level können wir eigentlich nur als Melee-Typ einsetzen, was halt Quatsch ist. Hier, der fängt nämlich mit 48 an. Ja, come on! Oder Nimble Tank! Der kriegt HP noch und nöcher und halt die Ausweichen noch. Und hat sogar noch... Alter! Du bist ein fucking Poacher, Mann! Ein Wilderer! Du hast sogar noch Max Roll of Fatigue und einen ganz guten Roll in Resolve! Fuck you! Triffst halt nur nichts mit deinen 49 Milliskill, die ich niemals leveln werde. Meine Fernkämpfe. Ja, irgendwie sind meine Fernkämpfe kaputt. Das ist richtig. Die wollen irgendwie immer in die Fresse geben. Okay, das wäre wieder ein Sergeant. Hat aber minus Resolve Checks als Sergeant. Das ist natürlich doof. Fick die Spiel! Mann! Das ist mein guter Battleforge-Tag! Weil der Haufen Resolve kriegt! Und noch Defense kriegt! Man hat einen Max-Roll Defense und zwei Sterne, der kriegt jedes Mal drei Defense! Da kommt noch 35 Defense ohne irgendwas dazu! Achso, er hat noch Plus. Natürlich hat er noch Plus Defense übrigens! Der hat schon 10! Der kommt also auf 40 Defense! Wenn ich einfach immer Defense level mit jedem Level ab. Aber er trifft halt nichts. Und er hat keinen Range-Skill. Alter. Ach, come on. Er hat sogar Ini, ey. Ach, Mann. Ach, Mann. Okay, ich hab's gerade gar nichts, logischerweise. Brauche ich irgendwas? Essen bräuchte ich. Essen ist bei euch aber, glaube ich, echt schwierig, ne, gerade. Da muss ich doch eins weiter. Hier ist, glaube ich, generell alles gerade schwierig zu kaufen. Alles schwierig. Achso, was habt ihr für Quests? Die habe ich jetzt gar nicht angeguckt. Witcher sind ziemlich geil als Range, wenn man einen findet. Ja. Ich weiß, wenn man einen findet. Ich glaube, ich hatte sogar einen, der okay war. Drive of Brigands? Das wäre ein ganz okayer Contract. Moment. Der hier oben... Der hat, wenn der halt Range Skill hätte statt Melee Skill, wäre der insane. Weil das ist ja nur Melee Damage und also egal. Okay, und Minus Vision ist vielleicht ein Problem. Aber das ist der einzige ja, ne? Nightblind und an der falschen Stelle das Talent. Karawane, 2000 Kronen.
Hallheim. Bei Hexenverbrennung mal schauen. Ja, wenn ich wüsste, wann Hexenverbrennung stattfindet, sieht man das auf der Karte, wann irgendwo Hexenverbrennungen stattfinden? Ich habe das immer nur zufällig gesehen, wenn ich drin war, dachte ich mir so, oh, huch, Hexenverbrennung. Ja. Nicht, dass ich wüsste, okay. Ja gut, bei Hexenverbrennung habe ich das schon gewusst. Follow Tracks, Return Ceremonial Stuff, das wird wieder eine Necromancer. Also Necromancer sind immer ein bisschen schwierig. So, was ist das? 3000? Raiding Parties, nee. Karawane, nee, wenn, dann wäre es tatsächlich das hier. Drive of Brigands. Was ich machen wollen würde. Aber ich glaube, ich will erstmal kurz gucken, dass ich irgendwas zu essen kriege. Gucken wir mal in Sandstadt, ob es da was zu essen gibt. Solange noch Tag ist. Hier, what the fuck, was geht denn hier ab? Ne, bei denen ist kein negativer Status, aber hier sind einfach 4 Battlefields um die Stadt. Holy shit. Bei euch kann man zumindest mal was zu essen kaufen, so generell. Man zahlt sich nicht dumm und dämlich dafür. Ja, wobei, also billig ist hier auch nicht. Nehmen wir ein bisschen Wein mit. Ne, wenn wir genug Wein haben, dann wollen die auch nichts Festes zu essen. Sehr gut. 230 ist, also das Problem ist, hier unten ist halt immer mit den, durch den Kampf mit den Südländern echt viel Preisproblematik und auch hier sowas ist immer aufgekauft. Das ist schon ganz witzig, dass das Spiel das mitmacht, also mit simuliert. Mit schön Crystal Skull, das ist doch auch ein Necromancer Contract, oder? Das ist das, Karawane 2000? Tangbayer nach Norden. Das ist da. Ich glaube, da waren wir noch nicht mal. You'll never be into this place. Das sind Diebe? Ja, die können das auch einem Necromancer übergeben gerade. Also wir können das gern probieren. Aber Crystal Skull ist für mich halt so, okay, das wären wohl, hätte ich jetzt gesagt, wobei die Steps sind sehr groß, da hast du wahrscheinlich recht. Die werden schon verfolgt. Nee, da sind sie. Das ist die falsche. Ich verfolge die falschen. Ah, da ist ein Brigand Leader dabei. Ein Marksman, some Raiders und ein Leader. Das ist natürlich ganz witzig, oder? Ja, es ist ein Leader dabei. Also ich würde nicht sagen, dass er so wenig ist. Aber wir müssen hier uns aufstellen. Würde ich sagen. Okay, du willst... Ja, das muss Xan übernehmen. Ben habe ich jetzt hier noch drin gelassen. Das war dumm. Der hat sich noch nicht gut erholt. Er wollte sich auch hier irgendwie aufstellen, wa? Habe ich so das Gefühl. Wir wollen eigentlich uns hier dahinter aufstellen, ne? Dass die hier reinlaufen müssen. Wo ist denn der Leader? Ha? Wo ist denn der Leader? Ja, da ist der Leader. Hugo the Free, der hat einen guten Kopf. Eine gute Kopfbedeckung und ein gutes Schwertchen. Hugo, komm ran. Wir müssen all deine Leute um dich rum umbringen vorher. Das ist einer, der bettelt um Schläge auf seinen ungeschützten Kopf. Der da, ne? Ja. Aber der hat selber was dabei für Schläge auf den ungeschützten Kopf. Wir gehen mal hier auf den Höhenvorteil. Du gehst mit. Du wartest nochmal. Dann stellen wir uns da hin, glaube ich. So, Tillux stellt sich mal hier rein. Let's go. Jo, das habe ich mich dumm hingestellt. Na gut. Oh, Sonic trifft das halt trotzdem. Ja, du musst mal... Ich muss mal irgendwie hier dahinter stellen. What? What? Was ist denn da passiert mit der KI? Der macht hinter all seinen Leuten eine Shield... eine Spearwall? The fuck? Ja, du wartest. Hugo hat irgendwie wenig Bock, sich zu bewegen. Finde ich jetzt aber frech. Oh, das ist der, den ich angeschossen habe, ich Vollidiot. Nehmen wir dich. Auch okay. Schweinerei.
Ey, jetzt wirfst du plötzlich. Der Sackbratzen, sag mal. Ich herangehe, kommt aber Hugo und macht Dinge, ne? Wir warten nochmal. Du bist eklig. Geh mal da hin mit Rotfeder. Rotfeder musst du eigentlich hinkriegen. Hallo. Dir geht's nicht so gut, wa? Oh, what? Ein 60er-Roll verkackt. Das ist okay. Das darf man. Felix, hast du ein bisschen Defense? Na, 37 ist schon ordentlich. Da würde ich ja sagen, bindest du den und machst einfach so. Dass der möglichst nicht rennt. Vielleicht hätte man den Typen vorne köpfen sollen. Ey! In 19er Roll hat er getroffen. Ach so, natürlich. Na, klaro. Ach so, das darf ich nicht mehr. Darf ich nicht mehr werfen. Ja gut, dann. Dann hätte ich doppelt und... hätte ich doppelt. Oh nein, 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 nein. Schlechte Idee. Der hat ja 2er Range. Upsi. Wow. Trifft er sogar. Ja, dass du zuerst immer dran bist, ist irgendwie doof. Ja, wir machen mal den Wuffi los, wa? Würde ich sagen. Wobei, der würde jetzt auf den rennen wahrscheinlich, oder? Da oben rein? Der Wuffi ist, glaube ich, gerade nicht hilfreich. Der ist, glaube ich, gerade nicht hilfreich. Dann ziehen wir auf dich da hinten. Nice! Ey! Nicht zurückschießen! Schweinerei! Oh, der hat keinen Bock mehr. Okay, der macht nix. Oh, das ist schlechter. Der rennt. Der ist am Abhauen. Wir haben trotzdem ein Problem mit ihm. Ja, da hat es Fearsome getriggert. Da hat die Blutung getriggert. Da ist er dead. Geil. Können wir uns schon mal hier hinstellen, damit die da oben alle gute Moral haben. Oh, der packt sich da rein. Er packt sich da rein. Weil die komme ich ja eh gerade nicht ran und der rennt. Also, piek's mal ihn. Moment, haben wir eine Axt da oben? Ne, wir haben keine Axt da oben. Batz! Nicht wegrennen und schießen. Oh, das ist schlecht. Rotfeder, wir müssen mal irgendwie Platz machen da. Ich würde gerne an den rankommen. Tatsächlich ganz gerne. Wir müssen den mal davon wegbringen, damit er nicht an Sono dran ist. Schlecht. Xili kann noch ein bisschen tanken. Die anderen kommen, glaube ich, nicht ran, ne? Jetzt ist Sotilux wieder am Arsch der Welt, ne? Der ist halt einfach zu langsam für alles. Der ist einfach zu langsam für alles. Wenn ich mich hier hinstelle, wird Jorn gehauen. Dann haut Jorn auf den da ein. Sehr gut. Ja, wir kommen nicht mehr ran an ihn, ne? Wow, wow. Ja, wow, wow hat er da halt nur noch, glaube ich. Ich habe nicht mehr so viele Wows. Ich habe ein paar Wows verloren vielleicht in letzter Zeit. Ah, die sind beide am Rennen. Sehr gut. Dann ist fein. Bis jetzt ist sein Kopf völlig unproblematisch. Ja, der rennt einfach nur weg. That's fine by me. Hier, Hund, du darfst. Geht da hin und nicht auf den. Der ist natürlich nicht optimal. Das ist natürlich nicht optimal.
Wir machen dich mal noch platt. Und dann wechselst du schon mal auf den Dolch. Und du wechselst auch auf den Dolch. So. Ja, du bist, glaube ich, nicht schnell genug, ne? Der hat auch keinen Hund mehr. Aber du musst auch wieder runterlaufen, von daher könnte er ihn noch kriegen. Du gehst einfach mal ein Stück weg. Weg von den Leuten. Okay, du hast keine... Ja, du hast keine Ausdauer mehr. Ja, danke, Wuffi. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Guter Wuffi. Fang den bösen Mann. Du willst nicht schießen. Da waren 9 Lives. Hallo. Wir sind wieder auf das und gehen hier ran. Du kannst da bleiben. Ja! Was? Bello. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was gibt's an Loot? Oh, den 250er Helm haben wir gekriegt. Wir haben das Schwert gekriegt. Nice. Das ist, glaube ich, das Stufe 3 Cleaver. Oder gibt's eine Stufe 2 Cleaver überhaupt? Auf jeden Fall ganz gute Ausbeute. Für so ein kleines Feutchen. Es wäre schade gewesen, dass es, glaube ich, der dritte Fight war. Hey, guck mal, wir können Ben wieder austauschen. Kann ich auch Solo hier rausnehmen, weil dem geht's nicht so gut. Der hat auch noch 10 HP. So, 86 Kronen. Sehr schön. Wir müssen die Sachen reparieren. Das wollen wir auf jeden Fall reparieren. Das gibt mal zwar minus 2 Vision, aber das hat richtig viel Rüstung, ey. 250er Helm. Geil. Das auf jeden Fall auch. Das auch wieder. Ja. Wie waren hier die Preise? 21. Da können wir hier den reparierten wieder verkaufen. Doch, das hier ist das Stufe 2 Cleaver. Das ist erst Tier 1 Cleaver, das ist das Fleischermesser. Dann kommt der Scamax und dann haben wir jetzt hier den Military Cleaver. Haben wir einen Cleaver-Dude bei uns? Jemand eine Blutung verursachen? Yes! Sir Tillux! Your new weapon has arrived! Let's go! Geil! Finde ich gut. Der hat schon eine 290er Rüstung, hat immer noch 60 für dich. Deswegen ist er so spät dran, weil er hatte fucking 290er Kopfrüstung. Aber der kann halt theoretisch alles tanken. Wir müssen ihn halt nur rechtzeitig. Also der braucht wahrscheinlich mal den Tauschperk, damit er mit Leuten tauschen kann, um dann die Tankiness zu übernehmen. Auch wenn hier eine Fearsome oder so cool wäre, aber ich glaube, ich werde ihm erstmal die Rotation geben, damit er sich reinrotieren kann. Oder Leute rausrotieren, besser gesagt, weil er immer als letztes dran ist. 450 ist ein schlechter Preis. Leider. Was haben wir hier noch? Karawane nach Tangvir. In Bergor war ich noch nicht. Oh, die haben auch ewig, die haben nichts mehr aufgebaut. Also Berge wird halt komplett geransackt, ne, weil der hier direkt an 2 angrenzt. Also hier ist permanent jetzt kaputt. Salz kriegen wir von dort halt nicht mehr. Salz kriegen wir einfach gar nicht mehr von dort. Leider. Das war echt eine gute Geldquelle sonst. Ja, die haben permanent Rebuilding. Hier könnte man da, glaube ich, immer, fast immer Dingens hinbringen, also Holz. 40% höher. Was wollt ihr von mir? 500 plus 130. Hunt down what terrorizes. Disappearing villages? Es kann doch eigentlich nur Hyänen hier unten sein in der Steppe, oder? Beim Terrorizen könnten eigentlich nur ein paar Hyänen sein, wenn es billig ist gerade auch. Nee, glaube ich nicht, dass es Alps sind. Alps, denke ich, wären teurer. Das ist ja auch Huntdown, das ist nicht auf Nacht warten. Das ist selber, kann ich auch tagsüber angreifen, also können es keine Alps sein. Wenn ich sie hunten kann. Hier, das sind Tiere. Das sind Beasts. Das ist ein Beast Contract. Im weitesten Sinne. Es können noch Schlangen sein, wenn wir richtig viel Pech haben. Das hoffe ich aber mal nicht. Oh, das ist ein Nachtsierer.
15 Nachtseherer. Boy Nacht. Oh, die wollen aber, die wollen weg von uns. A plethora of Nachtseherers. Wenn das die einfachen sind, geht das. Oh. Oh. Moment, für den Contract kriegen wir 500? What? Wobei, es sind wie viel? 2, 3 Stufe 2er? Ne, 4 Stufe 2er sehe ich. Also. Finde ich jetzt eine steile These, dafür 500 zu geben. Oder 630 insgesamt. Hier wollen wir auch keine Hunde haben, weil die fressen die Hunde. 30, Tag 30, 18 Stück. Ja, wenn du die auf Stufe 1 halten kannst, geht das ja. Aber da sind ja schon halt 4 Stufe 2er dabei. Wir machen das mal so. Roadfader mit einem Spearwall. Und wahrscheinlich... Ah, da kommen wir nicht hin. Ich hätte gern Ricky auch mit einem Spearwall gehabt. Der muss jetzt unseren Rücken abdecken. Ich glaube, so einfach geht's hier... Genau, es geht nur hier hoch an der Stelle hier. Wo uns unsere Leute stehen. Dann werden wir hier nach vorne abdecken und hier uns... Also wir haben hier eine... einen Fighting Ball aufbauen müssen. Aber die waren ja eh alle dran. Dann wollen wir eigentlich... Oh, wir hätten hier bleiben sollen. Ich hätte nicht vorlaufen sollen mit Road Fader. Weil jetzt haben wir gerade 4 Leute hier stehen, die fighten können. Gegen 3. Jetzt haben wir immer noch 3, die hier fighten können. Und die haben natürlich Nachteil. Aber wenn Ricky hier hochkommt, kann der vielleicht hier rüber? Wobei, dann kommt halt Xeli hoch. Also ich will nicht nochmal nach vorne laufen, weil dann verliere ich Kampfplätze. Definitiv ein Minusgeschäft, ja. Also geht das schon, weil die ja kaum Death haben. Aber so musst du halt viel hitten und den Tod verzögern. Ja, vor allem das Fressen muss ich verhindern. Also ich muss in sie reinlaufen, um die Fresssachen zu verhindern. Also auf jeden Fall will ich ihn nach vorne machen. Wie mache ich das denn? Sacred habe ich hier. Sacred steht hier? Alter, what? Das ist eine weirde Aufstellung. Ja, ich glaube, Ricky werde ich einfach hier hinten hinstellen, um mir den Rücken zu decken. Die Rangies will ich hier hin haben. Wahrscheinlich Sacred und Jorn dann. Wahrscheinlich sogar Sacred da hin und Jorn hier unten. Aber bei Sacred könnte auch hier hin, da kann er hier noch mit hinhitten. Ja. So viel Speerangriff wie möglich durchbekommen, die fliehen ja schnell. Oh, weiß ich noch nicht. Also ich würde gerne hier noch einen Speer hinstellen eigentlich, ja, da hast du schon recht. Aber du hast, glaube ich, gut Defense, ne? Du hast 37 Defense, die will ich eigentlich schon vorne haben. Gerade mit einem guten Schild und so. Wir nehmen dich nochmal zurück. Ich hoffe, ich kann den Speer dort besser einsetzen. So. Da haben wir noch einen Speer. Masumodo haben wir noch mit Speer. Aber da können wir keine Spearwall aufbauen, leider. Da müssen wir erstmal rausschubsen nächste Runde dann. Bevor da irgendwas geht. Der Nyushka kann noch ein bisschen reinwerfen. Wobei wir eigentlich niemanden killen wollen. Bevor die bei uns sind. So. Ja, das ist okay. So ein Hit ist okay. Wir wollen dich hier auf den High Ground haben. Das ist schon mal ein guter Anfang. Das ist ein schöner weiterer. Yes! Da brauchen wir mal 4 Assam gegen so einen Scheiße. Das ist halt jetzt ein Problem. Also weil die hier drauf steppen dürfen. Ich muss permanent jetzt hier drauf spearwallen auf dem Teil. Sonst habe ich nämlich ein übelstes Problem. Nice. Ja. Ich weiß nicht, hier unten. Ich könnte hier noch einen Spearwall mit ihm.
I don't know, man. Ich habe zu wenig Platz gefühlt für die Leute. Das will ich eigentlich behalten. Du musst auf jeden Fall wieder Spear wollen. Das müssen wir jetzt eine Weile halten. Du willst Spear wollen. Und falls jemand dann hier in die Mitte steppt, müssen wir halt dann Dinge tun. Ja, ihr seid eigentlich jetzt gerade nicht dran. Sehr schön. Ja, du bist auch nicht dran. Oh, die sind ja noch. Die machen ja noch Dinge. Ich dachte, die machen keine Dinge mehr. Ja, der hat schon keinen Bock mehr. Das finde ich gut. Der hat auch keinen Bock mehr. Es gibt halt kein XP, aber das bedeutet zumindest, dass wir den Kampf relativ gut überleben können. Das ist ein Problem, weil der kann jetzt treffen und Level 3, fressen und Level 3 werden. Das ist ein Problem. Moment, ich jump jetzt mal hier hin und du spearst Wurst auch. Mit Höhenvorteil. Den müssen wir halt, der ist aber dann dran, ne? Jetzt müsste ich eigentlich hier hin steppen und ihn wegschubsen. Aber dann habe ich meine Spearwall-Taktik hier aufgegeben, so ein bisschen. Damit er nicht frisst. Sonst habe ich ein übelstes Problem, wenn er da fressen würde. Machen wir mal den da. Und du solltest ja eh dahin. Aber jetzt kann ich halt. Das ist da. Ja, das ist okay. Also, gerade mit der Level 2er gefressen hätte, das wäre komplett toxisch geworden. Der frisst ja jede Menge Leute. Der Spearwurf, wenn der nicht aufgehoben wird, ist so gut. Wir bringen ihn schon mal ein bisschen runter. Ja, der kann halt jetzt natürlich fighten. Uch. Den müssen wir runterschubsen einfach, würde ich sagen. Ha! Der hat auch keinen Bock mehr. Jetzt müssen leider die, die hier ein bisschen fliehen wollen, ein bisschen abfarmen eigentlich. Rennen die schon? Hier gibt's gar kein Problem. Sagst du jetzt so? Du machst einfach den da. Wegschieben kann ich die halt nicht mehr, ne? Moment, die wollte ich runterschubsen. Scheiße. Muss der machen. Weg mit dir. Der rennt. Das heißt, er frisst auch nicht. Und ich selber spiele zu streamen, ja. You don't say so. Also er rennt schon echt viele. Das ist richtig nice. Wir müssen halt ein bisschen abfarmen. Ich überlege gerade, ob ich tatsächlich hier den Step hin mache, um dem dann. Ja, wobei, der steht an dem dran, der kriegt Free Hits. Ich könnte sogar dahin gehen, um die hier mit zu taggen, damit die hier nicht einfach wegrennen. Der frisst nicht. Der hat nichts mehr zum Werfen. Das ist jetzt doof. Habe ich den Bannerlot vielleicht ein bisschen zu offensiv hingestellt. Ja, war ein bisschen sehr offensiv, den Bannerlot. Ja, da ist. Die haben auch keinen Bock mehr. Ja, der frisst halt jetzt. Das ist blöd. Blöd, 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 blöd. Ich pack mal den Hund aus. Weil ich glaube, ich eh gerade nicht gut schießen kann. Sehr gut. Das nicht gut. Wie viel Fatigue hast denn du noch? 45 ist nicht viel. Wenn ich den jetzt mache. Ne, der rennt. Wollte ich gerade sagen, dann geht der andere dahin und frisst, aber ich glaube nicht. Der haut auch ab. Sehr gut. Der, da ist noch ein Problem, wenn der nochmal frisst. Hä? Ah, da ist noch ein Gegner, oder was? Ah, ne, da ist ein Hund. Da ist mein Hundi. Machen wir den hier rund. So. Ja.
Da brauche ich eigentlich hier Hilfe. Weil ich habe, glaube ich, keine gute Defense mit ihm. Jetzt laufen ist, glaube ich, eine dumme Idee. Geh mal dahin, würde ich sagen. Das hört sich nach einer sinnvollen Variante an. So. Ja, aus der zweiten Reihe würde ich gerne. Das muss halt Sacred machen hier rüber. Wir kümmern uns um die da unten noch. Wie weit komme ich denn bis dahin? Gehen wir mal mit Sotilux dahin. Nee, wir behalten den High Ground. Mit ihm. So, du machst jetzt einen Step vorwärts und. Schade. Nicht genug. Der ist noch dran. Oh, shit. Okay, die haben schon wenig Bock. Die hauen zum Großteil ab. Ja, die drei hauen ab. Okay. Darf ich da. Nee, darf ich nicht drüber schießen? Ich dachte, ich darf vielleicht da drüber schießen. Dann schießen wir auf den da. Zack. Alter, Sonics trifft manche Hits. Das ist schon krass. Ja, doch. Doch, lief ganz gut, würde ich sagen. Ah, die kommen, glaube ich, nicht mehr ran. Da habe ich keine Hundis mehr für. Sehr schön, John. Nice. Ja, wie gesagt, und die werden jetzt einfach abhauen. Die rennen mir jetzt einfach davon, die Schweine. It's over. Ey, aber komplett ohne große Verluste. Wir haben, glaube ich, fast. Wir haben 28 Damage gekriegt auf Danjushka und ein bisschen auf John, oder? Ja. Nee, so noch John 40. Er hat 400 Damage gemacht. Mein fucking Bannerträger hat 400 Damage gemacht. Alter Vater. Okay. So viel zum Minusgeschäft. War vollkommen okay.